Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik mit einem weiteren Trailer-Check oder besser gesagt Teaser-Check zu einem neuen Film mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle, aber dort führt er auch selbst Regie und damit werfen wir einen kurzen Blick auf Don John. Es ist noch zu früh. Sicher? Was ist mit deinen Freunden und unserer Familie? Warte, unsere Familien? Willst du nicht meine Brüder und meine Schwester kennenlernen? Lass uns reingehen. Nein, ich weiß noch nicht, was zwischen uns ist, weißt du? Es ist doch echt viel besser, wenn es was Ernstes ist, oder? Ja. Ruf mich an. Ja, ehrlich gesagt verrät der Teaser nicht wirklich viel, außer dass man hier im Joseph Gordon-Levitt und die wunderbare Scarlett Johansson zusammen doch in einem etwas kleinen Tête-à-Tête an der Haustür erleben darf. Aber hier wird die Geschichte erzählt in Don John von Martello. Martello, eben gespielt von Joseph Gordon-Levitt, ist ein junger Mann, der eben es eigentlich reicht, sich über sein Auto, seine Wohnung, über sein Geld zu identifizieren. Er hat so einen Hang zu Internet-Pornos und damit kommt er auch gut durchs Leben. Er kann die ein oder andere Frau locker abschleppen. Bei seinen Freunden heißt er deswegen nur Don John, aber so richtig befriedigend tut ihn das Ganze nicht. Nicht so, wie wenn er Internet-Pornos guckt, aber als er eines Tages auf eine Frau stößt, gespielt von Scarlett Johansson, die wiederum Idealistin ist und ein klein wenig mehr will als nur einen schnellen Seitensprung, nämlich Mr. Right, beißt auch er auf Granit und vor allem trifft er dann noch auf der Abendschule eine Frau, gespielt von Julianne Moore, die eigentlich eher so tickt wie er und da findet er sich auf zwei Seiten wieder und der Frage, welches jetzt die richtige? Und das Ganze ist dann hier verpackt in eine, ja, Romanze, Komödie, Drama, irgendwo dazwischen, also eine romantische Dramödie, wenn man so will. Wundert mich was, dass Joseph Gordon Regiearbeit in diese Richtung abliefert. Hätte gedacht, so ein Thriller oder Psycho-Thriller oder Action hätte mehr so zu ihm gepasst, aber man darf mal gespannt sein, wie Don John ist, den Escort Elite, oder wie es richtig heißt, Escort Elite, uns ab dem 14. November 2013 in die deutschen Kinos bringt. Bin mal gespannt, wie der Film da bestehen kann, weil gerade im November sind ja die ganzen Oscar-Filme am Start, da ist das Umfeld vom Niveau her relativ heftig. Bin mal gespannt. Was sagt ihr denn zu diesem Teaser? Schreibt es gerne in die Kommentare und seid ihr auch ein bisschen verwundert, Joseph Gordon-Levitts Regiearbeit in diesem Genrebereich wiederzufinden. Wenn ja, würde es mich interessieren, weil da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt. Das war's ansonsten jetzt mit meinem kleinen Teaser-Check zu Don John. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen mochtet. Lasst es bleiben. Wenn nicht, schaut gerne bei meinen letzten beiden Kinokritiken oder bei Twitter und Facebook vorbei. Wenn ihr noch ein bisschen über Filme schreiben wollt, abonniert diesen oder meinen Zweitkanal, wenn ihr keine Videos von und mit mir verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.